Noch ein bisschen näher, bitte. Denn Wolfgang Niedermeyer vom Verein Stadtbild Baden-Baden hat viel vor. Einen Spaziergang durchs Villengebiet Annaberg. Bausünden neben Pracht, architektonische Raritäten und liebevoll restaurierte Denkmäler will er den Teilnehmern zeigen. Vielleicht hat hier ja mal ein Musiker oder eine Sängerin gewohnt. Es waren schon wohlhabende Leute, bescheiden, aber eine Wohlhabenheit, die sich hier in der schwierigen Zeit nach dem Weltkrieg ein Leben aufgebaut hat, was uns eigentlich heute noch in der Architektur begeistern kann. Um die Wasserkunst am Paradies bauten sich hier die reichen Bürger zu Beginn des 20. Jahrhunderts ihre Traumvillen. Geplant hat die exklusive und großzügige Wohngegend der Karlsruher Architekt Max Leuger. Diese Gebäude sind unheimlich reizvoll und raffiniert durchdetailliert. Also die stehen also hier, diese Häuser, wie Statuen. Ja? Das sind die Grundpfeiler des Paradieses, das sich hier nach oben entwickelt. Eine tolle Anlage. Das sind Anleihen an tolle Architektur, tolle Epochen. Und ich glaube, das macht Spaß, wenn man die nötigen Mittel hat, sich mit dieser Schönheit die weiterzuentwickeln oder zu erhalten auf jeden Fall. Normalerweise fährt man durch die Stadt, läuft durch, schaut nicht rechts oder nicht links. Und jetzt kriegt man Dinge mit, obwohl man da schon einige Jahrzehnte hier wohnt, wo man gar nicht gewusst hat oder sich nie Gedanken gemacht hat. Absolut klasse. Wolfgang Niedermeyer setzt sich mit dem Verein Stadtbild für dieses jüngste mehrerer Villengebiete in Baden-Baden ein. Die großzügigen Anwesen mit ihren weitläufigen Gärten verstecken sich hinter hohen Hecken und Mauern. Das ist ein Haus, was wir ja in Frankreich an jeder Straßenecke fast sehen, dieser barockisierende Stil. Dieses Haus war als Wohnhaus, als Villa gebaut, wurde vom Gesundheitsamt irgendwann mal benutzt, hat also ganz unterschiedliche variable Nutzungen gehabt. Jetzt ist es wieder in Privatbesitz. Wie diese Jugendstilvilla auch, die so manches Herz der Zaungäste höher schlagen lässt. Das ist alles so liebevoll erhalten. Schauen Sie sich das mal an. Mit diesen Blumenbordüren über dem Portal und an den Balken. Es ist eine Architektur, die macht wirklich das Herz groß und weit. Die meisten Villen sind hier im Familienbesitz, werden weitergereicht oder werden im Alter zu groß und stehen dann zum Verkauf. Dieses Haus da gehörte bis vor wenigen Jahren mir. Ich habe es dann verkauft, einfach um wieder mehr Mobilität zu haben. Aber ich habe es ein Vierteljahrhundert gehabt. Ob uns die ehemalige Villenbesitzerin einen Blick hinein ermöglichen kann? Sabet Splitorp probiert's. Und? Wolfgang, hallo, Überraschung für dich. Wie? Ich habe dir Besucher mitgebracht. Das war immer das dunkle Haus, weil die Leute, die vorher uns hier waren, hatten immer Riesenvorhänge, die sie immer zugemacht haben. Und Sie haben es aufgemacht? Wir haben es aufgemacht und die Fenster auch vergrößert, oder nicht vergrößert, aber freigemacht alles. Und irgendwie, jetzt ist ein bisschen mehr Licht drin. Mhm. Achtung, hier ist eine ganz kleine Stufe. Sie ist wirklich klein, aber sie reicht zum Stolpern. Oh, und da oben ist ein lateinischer Spruch, der heißt frei übersetzt, wohl dem, der frei von finanziellen Sorgen sein Leben genießen kann oder so ungefähr. Das trifft ja zu. Das ist der kleine, wir sagen, Paradiesgarten. Da haben wir früher öfters gesessen. Wenn es sehr heiß ist, ist da ein bisschen Schatten. Und dann die Aussicht und der Garten. Die gehören schließlich zu jeder Villa dazu. Vom Genuss her ist es für mich eine Lust. Vom Finanzen her ist es eine Last. Es kostet ziemlich viel Unterhalt. Sehr viel sogar. Auch der Swimmingpool fehlt natürlich nicht. Über 30 Villen standen auf dem Programm des Villenspaziergangs durchs Paradies. Für die Teilnehmer ein echtes und kostenloses Vergnügen. Nach über 2 Stunden sind alle ziemlich geschafft.